Hallo ihr Lieben, ich habe es wieder getan und bei Duft und Raum Kerzen bestellt. Diesmal ein kleines Paket, obwohl unglaublich viele Düfte da drin sind. Ich habe nämlich kein Glas bestellt, sondern nur Tarts verschiedener Firmen, unter anderem von Yankee Candle. Ich weiß, Kringle ist dabei und Goose Creek. Und ja, ich möchte die jetzt auf jeden Fall mit euch auspacken. Ich habe nur schnell das Verpackungsmaterial entfernt, damit ich ja nicht ganz so viel raschle und ja, kann losgehen. Ich bin schon gespannt, ob mir die Düfte alle gefallen, weil viele waren einfach so, ja, wir wollten einfach mal gucken, wie es riecht, ne? Und ich glaube nur, zwei Düfte habe ich mir nachbestellt, die kenne ich schon. Genau, als erstes habe ich ein Geschenk bekommen und zwar gar nicht mal so wenig, Fireflies, Black Cherry. Goose Creek hat jetzt auch diese, ich glaube, Daylights heißen die bei Kringle. Quasi, dass man hier diese Kerze hat, die man anzünden kann. Ich mache das aber immer so, dass ich das trittle und dass ich das sozusagen nicht als Kerze anhabe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, egal ob es jetzt diese Daylights bzw. Fireflies sind. Oh, das riecht übelst nach Kirsche. Ja. Dass in der Duftlampe einfach sich der Duft besser verbreitet. Und ja, das ist ein richtig schöner Kirschduft. Ja, der riecht richtig gut. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalte. Ich habe nämlich auch vielleicht jemanden, den ich gerne damit beschenken möchte. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Duft. Erinnert mich an Black Cherry von Yankee Candle. Ja, so, richtig großes Geschenk. In der Regel hatte ich immer, entweder Motivkerzen von Yankee Candle oder diese Tarts. Bin ich begeistert. So, womit fange ich denn an? Ja, nehme ich die Mitte. So, da habe ich einmal einige eingepackt. So. Aha, genau. Ich habe viele diese Fireflies. Genau, ich habe viele Fireflies ausprobiert. Zuerst. Ja, fange ich mal mit dem Duft an, den ich mir nachbestellt habe. Buttercream von Yankee Candle. Und zwar, ja, das ist ein richtig schöner, buttriger Vanilleduft. Ich mag nur einen Vanilleduft nicht. Und zwar ist das dieser Vanilla Cupcake. Der ist mir viel zu intensiv, aber ich mag grundsätzlich Vanilledüfte. Ja, und ich habe festgestellt, dass Buttercream einfach ein bisschen dezenter ist und mir nicht ganz die Birne wegkickt. Ja, genau, von Vanilla Cupcake habe ich, glaube ich, auch manchmal Kopfschmerzen gekriegt, wenn das Glas zu nah an meinem Arbeitsplatz stand. Oh, total schön. So, und dann habe ich mir noch bestellt, endlich aus der Frühlingskollektion. Ich war ja lange gespannt auf Rainbow Cookie. Vor allem, weil der kein Foodie-Duft, kein Food-and-Spice-Duft sein soll, sondern eher, was gibt es denn da noch? Ich glaube, Fresh, Floral und Festive. Genau, und das soll, glaube ich, eher ein frischer Duft sein. Da dachte ich mir, wie kann das Ding Rainbow Cookie heißen? Er duftet hier schon leicht mir entgegen. Genau, und ich habe von meinem Schatz zwei Düfte von der Frühjahrskollektion zum Geburtstag bekommen, weil es die bei Thalia gab. Aber egal, wie oft wir bei Thalia waren, wir haben den Rainbow Cookie nie gesehen. Oh ja, ja, oh. Der riecht tatsächlich, das ist wirklich eine frische Mischung. Das ist so ein bisschen frisch wie ein Badduft. Aber man hat eine süße, fruchtige und eine florale Unternote. Na, da bin ich ja gespannt, wie der warm rauskommt. Oh, ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Cookie. Also, ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen kann. Momentan muss ich nur sagen, riecht lecker, aber riecht tatsächlich nicht unbedingt Foodie, sondern es riecht tatsächlich wirklich eher wie ein Duft, den ich mir ins Bad oder ins Wohnzimmer stellen würde. Spannend. Ja, und dann, Patty hatte schon davon erzählt, hatte ich ganz vergessen, dass ich den mitbestellt habe, Marshmallow Chicks. Das ist, glaube ich, eher ein Treasure-Duft, hatte, glaube ich, auch ein bisschen mehr gekostet und ich dachte, den muss ich unbedingt mal mitnehmen.
Auch ein sehr schöner Vanilleduft, der aber ein bisschen intensiver ist als der Buttercream. Ich denke mal, so stark wie Vanilla Cupcake ist er noch nicht, aber hier, das könnte vielleicht ein bisschen too much werden. Aber so riecht er erstmal ganz lecker nach Vanille. Mir ist gerade eingefallen, dass ich euch noch ein Glas zeigen wollte. Ich mache mal kurz einen Cut und hole das noch. So, damit ich das nicht ver wo habe ich das? Achso. Damit ich das nicht vergesse, schiebe ich das schnell ein. Ich hatte nämlich gesehen, als ich war jetzt mehrmals in letzter Zeit bei Duft und Raum und ich wollte eigentlich schon ein bisschen eher bestellen, aber dann kam ja dieses Wahnsinns-Überraschungspaket von Darlinka und da dachte ich mir, so viele Düfte. Und da habe ich mich die letzten Wochen auch schon fleißig durchprobiert. Aber irgendwie hat es dann wieder so ein bisschen gekribbelt, sowohl was die Treasures anging, also auch was diese Spring-Düfte anging. Und da hatte ich nämlich auch gesehen, vor ein paar Wochen, diese Osterdüfte, kann man Osterdüfte sagen? Auf jeden Fall gab es 4 Gläser. Und ich dachte mir aber gut, wenn sie mir nicht gefallen, dann 30 Euro für ein Glas auszugeben. Und es gab blöderweise keine Tarts. Und den Duft habe ich mir eher bestellt als das, was ich euch gerade zeige. Ich habe ihn bloß noch nicht gezeigt und ich denke mal, das ist einfach das beste Format. Ich habe ihn bei Amazon gesehen, ich glaube für 22 Euro. Da dachte ich mir, ja gut, für 22 Euro ist nicht ganz so viel, ist immer noch viel, aber es ist nicht ganz so viel. Probier es mal aus. Und zwar White Chocolate Bunnies. Der sieht so gut aus. Den gibt es auf der Seite von Duft und Raum. Ich glaube, den gibt es auch in Schokolade, aber ich weiß nicht, ob ich den bei Amazon gesehen habe oder bei Duft und Raum. Es gibt auf jeden Fall noch so einen wie Spring Grass oder so einen grünen Grasduft. Und was mich auch noch anmacht, da gibt es einen pinkfarbenen mit Candies. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht so viel bestellen. Und ja, hier hatte ich länger überlegt. Und ihr seht, ich habe ihn auch schon so einige Stunden angebrannt. Hier ist auch schon ein bisschen was weg. Und der riecht auch ähnlich schön wie diese Buttercream-Geschichte. Er riecht vanillig und er riecht auch nach einer weißen Schokoladenmilch. Genau. Ja, und das ist wahrscheinlich das einzige Mal ist, dass ich diesen Duft zeige. Wie gesagt, ich schneid's euch rein. Der ist einfach wunderbar. Ich bin so froh, dass der uns tatsächlich positiv überrascht hat. Mein Freund mag ich ein bisschen weniger, aber ja, ich bin total happy. Ich war kurz davor, gleich noch ein zweites Glas zu bestellen für später. Aber ich dachte, was willst du, Düfte horten? Du hast die Bude voll. Ja, vor allen Dingen, jetzt habe ich wieder bestellt. Na, ich habe auch schon wieder ordentlich was verbraucht in den letzten Wochen. Ich hatte im Februar Ferien und war 2 Wochen zu Hause und habe viele Lesemarathons gemacht, habe ich euch auch gefilmt. Und ja, mein Freund war auch da und dementsprechend hatten wir in mehreren Räumen einfach immer unsere Düfte und dadurch ist natürlich auch einiges weggegangen. Ne? Anders, wenn ich natürlich 5 Tage auf Arbeit bin. Da brenne ich abends vielleicht ein bisschen was an und das war es auch schon. Und dann bin ich entweder im Arbeitszimmer oder ich lese. Ne? Dann habe ich dann nur in einem Raum eine Kerze und gut ist. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Hat mich positiv überrascht und ja, habe ich eben nicht bei Duft und Raum bestellt, aber trotzdem. So, jetzt geht es aber weiter. Zu den Fireflies. So, hier sind sie. Ich habe zum einen. Der war als Tarte, die haben ja diese 6er-Tarts, war der schon lange in meinem Einkaufskorb und zwar Summer Slices. Guckt euch das Label an. Es sieht einfach so fruchtig, lecker, sommerlich aus. Und ja, man bezahlt zwar für diese Fireflies immer noch genug, könnte man sagen. Vielleicht tritte ich die nicht, sondern vielleicht versuche ich es mal doch zu vierteln, sodass ich sozusagen 4 Melts hier rauskriege. Oh. Der riecht zitronig. Zitronig, süß, erdbeerig. Oh. Der riecht wie ein Duftcocktail oder ein Obstsaft. Oh, da ärgere ich mich fast, dass ich mir nicht das 6er-Melt bestellt habe. Oh, der ist schön. Der ist richtig toll. Also ich wette, wenn der alle ist und nicht das nächste Mal. Ja, jetzt bestelle ich erstmal nichts. Ich habe
mir gute Sommerdüfte hier bestellt und ich habe eben auch von Darlinka viele tolle Sommerdüfte, also viele, viele Pina Colada Düfte und auch Melonige. Also ich bin jetzt erstmal eine ganze Weile versorgt. Aber der kommt definitiv dann wieder als Mold. Übrigens noch einige andere. Ich habe von Goose Creek sind meine Lieblinge Banana Pudding. Da habe ich ein Glas und zwei solche 6er Melts. Und dann noch, nee, warte mal, Summer Scoop ist der von Yankee Candle. Strawberry Jam. Das ist ein so geiler Erdbeerduft. Wir können uns da reinlegen. Also wir haben da auch ein 6er Melt und ein Glas. Und die Gläser sind jeweils schon halb leer. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mir da lieber wieder Gläser kaufe, sondern ich glaube, insgesamt geht mein Drang so ein bisschen Richtung Melz. Also statt noch Gläser zu kaufen, würde ich mir langfristig wahrscheinlich, ich habe zwei Duftlampen und mein Freund hat eine bei sich, langfristig würde ich mir wahrscheinlich noch zwei Duftlampen holen, die ich dann so in der Wohnung verteile, ne, dass man im Bad einen anderen Duft hat als im Arbeitszimmer und würde mir wahrscheinlich eher die Melz holen. Aber ja, es sind ganz tolle Düfte, die ich mir auch immer wieder nachkaufen würde. Und ich denke, wenn der alle ist, dann wird der auch nachgekauft. Der riecht erstmal wunderbar. Dann, man sieht so ein bisschen das Thema. Ich habe mir noch einen Vanilleduft geholt, nämlich Dark Vanilla Bean. Der sah auch so gut aus. Habe ich auch als Firefly ausprobiert. Ja, auch wunderbar. Der riecht ähnlich wie eine Mischung aus Buttercream und diesen Chick. Marshmallow Chicks. Ja, ein wunderbarer Vanilleduft. Von der Intensität auch zwischen den beiden anzusiedeln. Also, ich denke mir, ganz großartig. Und riecht auch wieder ähnlich. Ja, die haben alle eine ganz tolle Vanillenote. Also, ich glaube, der Frühling wird ein bisschen von Vanille überschattet. Ich habe mir aber auch noch zwei andere tolle Düfte mitgenommen, die, denke ich, hoffentlich perfekt sind für den Frühling. Sind zwei blaue Fireflies. Zum einen Cool Raindrops. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen. Das andere ist Cucumber Rain. Cucumber Rain, also ein gurkiger Regenduft. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir diese Regendüfte zu bestellen, weil ich immer dachte, ah, wer weiß, vielleicht riechen die zu parfümig. Aber ich habe von Darlinka zwei tolle Regendüfte dabei gehabt, als ich glaube von Kringle, genau. Und die haben uns beide so überzeugt, die haben wir so toll gefunden, dass wir uns, wir saßen so ein bisschen zusammen, als wir das durchgegangen sind, die Düfte, dass ich gedacht habe, ich probiere mal noch zwei aus, ob die ebenfalls so gut riechen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Beide eben von Goose Creek, Cool Raindrops. Oh. Der riecht zwar nicht nach Raindrops, aber der riecht, als ob ich mit meinem Mann unter der Dusche stehe und wir uns mit seinem... Gut, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Das Männer-Duschbad. Das riecht wirklich, wirklich nach Wasser, nach Dusche und Männer-Duschbad. Es ist... Oh, das ist gut. Definitiv ein Badduft. Also ich denke, diese ganzen, die so ein bisschen männlich riechen, die würde ich mir nicht ins Schlafzimmer oder ins Arbeitszimmer packen, aber ins Bad passen die perfekt. So, und jetzt bin ich auf den Cucumber Rain gespannt. Ich mag Gurke. Ich mag zum Beispiel Gurkenlimonade, gibt es bei uns im Diner. Mmh. Ja, der riecht ähnlich männlich, duschbadig. Aber man hat tatsächlich eine kleine Gurkennote. Der riecht auch ein bisschen intensiver. Oh, die sind beide mega toll. Also ich bin immer noch unglaublich dankbar für diese ganzen Duftimpressionen, die ich durch Darlinka bekommen habe und dass ich mich getraut habe, solche Düfte zu bestellen. Wahnsinnig. Wahnsinnig toll. So, dann habe ich... Ich nehme mal hier ein etwas fetteres Paket. Das müssten Goose Creek Düfte sein. Ich habe nämlich auch so ein paar Sechser. Genau, vier sind es. Vier Sechser. Also so sehen dann die Melts aus. Die kosten, glaube ich, etwa 2 Euro mehr. Ich glaube 5,95 Euro. Und da
Da hat man. Ah, es breitet sich. Oh ja, es breitet sich der Duft aus. So, man hat eben hier 6 Melz. Ja, und ich schneide mir da mal eins raus. Oh, also, wir haben hier Sweet Banana Bread. Und ich habe ja schon gesagt, einer meiner Lieblingsdüfte von Goose Creek ist es der Banana Pudding, der aber wirklich, wirklich sehr bananig riecht. Und hier bei dem Banana Bread hat man wirklich, es könnten auch Banana Muffins oder Cookies sein. Es riecht nach Banane, es riecht nach Brot, es riecht nach Pekannüssen, es riecht ein bisschen zimtig, es riecht nach Honig, nach Karamell, oh. Nach Karamell, der riecht gut. Ich glaube, der wird heute geopfert, weil die anderen auch alle genial rum. So, dann habe ich hier noch 3 Sommerdüfte. Das eine ist Strawberry Lemonade Cupcake. Ich habe ja jetzt so ein bisschen meine Strawberry Fave entdeckt. Man riecht die Erdbeere. Bisschen limonig und ein bisschen teigig, ja. Aber ich glaube, hier ist noch irgendwas anderes. Zucker. Eine sehr spannende Mischung. Ich bin mal gespannt, warm, was hier mehr rauskommt, ob das Kuchige mehr rauskommt oder ein bisschen mehr die Erdbeere. So, dann habe ich hier noch 2 schöne, saftige Zitronendüfte. Zum einen Old Time Lemonade. Die Labels sehen auch unglaublich lecker aus. Und Lemon Peel. Damit ich nicht nur fürs Bad noch ein paar Düfte habe. Ich glaube, wenn die gut sind, sind die für die ganze Wohnung. Aber ich dachte zum Beispiel auch so ein bisschen an die Küche. Ach, ja, sehr limonig. Das Lemon Peel ist es jetzt. Ja, riecht im Prinzip nach reiner Zitrone oder Zitronenwasser. Ja, und das Lemon Peel, man kann sich gut vorstellen, dass das wie bei Lush da, die haben dieses Ocean Salt. Das nehme ich immer zum Peelen fürs Gesicht. Da hat man, ja, das ist sehr salzig und auch zitronig und so ähnlich riecht das. Ja. So, und jetzt die Old Time Lemonade. Ach, das Label sieht so unfassbar gut aus. Der riecht noch viel intensiver. Hat aber ein bisschen, ja, fast von was von Limonkuchen. Ich habe letztens eine Zitronentarte gemacht. Ja, das riecht wie dieses Zitronataroma. Also das hat ein bisschen mehr was Kuchiges. Beide aber unglaublich lecker. Ich glaube, den Peel-Duft würde ich eher ins Bad packen und die Old-Time Lemonade eher in die Küche. Ja. So, und jetzt noch. Ach so, genau. Das ist runtergerutscht. Ich habe noch ein Lolli bekommen. Zum Schnabulieren für Ostern. So, und jetzt das letzte Paket, da sind nochmal viele Düfte drin. Hier müssen die sein, die ich noch nachbestellt habe. Genau, die zeige ich euch mal als erstes. Und zwar, ich habe gleich 2 bestellt. Apple Cider Donut von Kringle. Mein Lieblingsduft von Kringle, den ich in der Weihnachtszeit ständig anhatte. Ich hatte den Apple Cider Donut und ich glaube, ich hatte noch Apple Crumble oder sowas ähnliches. Der ist unfassbar gut. Das ist Apfel, Teig, Butter, Zucker, Zimt. Der ist so gut. Fand auch mein Freund sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, weil er manchmal ausverkauft war, immer wenn Patty so ein Video gemacht hat, was sie sich bestellt hat, da sind manche ihrer Lieblingsdüfte immer schnell ausverkauft. Und ich bin nämlich auch durch sie auf diesen Apple Cider Donut aufmerksam geworden. So sieht das jetzt aus. Man hat eigentlich 5 Melz, ne, die 4 und das in der Mitte. Wobei es mir auch schon passiert ist, wenn ich hier eins abgebrochen habe, dass da ein Teil von der Mitte mit dabei war und da habe ich das dann einfach mit in die Duftlampe reingehauen. Also bei dem einen Kringle-Duft habe ich 5 Melz draus gemacht und bei dem anderen. Oh,
der ist so gut. Und bei dem anderen Duft habe ich 4 Mails draus gemacht. Oh, der ist unfassbar gut. Ich habe zwar viele Apfeldüfte mittlerweile zu Hause. Und es geht ja hier nicht richtig rein. So, jetzt muss ich ihn so reinmachen, wie er gegossen wurde. Oh, ja, der ist so schön. Und deswegen dachte ich mir, ich bin so überzeugt, wir sind beide so überzeugt davon, bestelle ich mir gleich 2 nach. So, und jetzt habe ich noch, ja, oh, noch 4 neue Düfte. Und das sind jetzt, einmal habe ich noch von Kringle auch nochmal so ein 5er Melt, nämlich Christmas. Und dann habe ich noch 3 Daylights von Country Candle, heißen die Daylights, so war das. Genau, und Christmas sollte riechen baumig, ich nenne es mal baumig. Ja. Das riecht nach Weihnachtsbaum. Unser Überraschungsduft im November, Dezember war ja der Pine Pomelo, wo wir ein großes Glas haben. Also erst hatten wir von Country Candle so ein Daylight und wir fanden den so gut, dass wir ein Glas bestellt haben bei dieser Cyber Monday Aktion. Der riecht auf jeden Fall anders. Es ist ein anderer Baum. Kann ich euch nicht unterscheiden. Ne? Also zwischen Kiefer, Zeder und so weiter und so fort. Mein Mann kann das bestimmt. Der hat's mit Bäumen. Also mit Bäumen und mit Holz. Der kann das auch alles bestimmen. Ich kann es nicht. Aber es ist ein sehr schöner Weihnachtsbaumduft. Ja, es ist mittlerweile schon nicht mehr Winter. Aber ich dachte, ich will es unbedingt ausprobieren. Jetzt kann man das noch, solange wir noch nicht Sommer haben, denke ich mal, kann man sicherlich mal so einen Baumduft anmachen. Vor allem mein Freund liebt die Baumdüfte auch. Aber einfach, um sozusagen auch für den nächsten Winter schon mal ein bisschen vorzuspüren, weil wenn es dann wieder so eine Cyber Week gibt und es alle möglichen Angebote gibt, damit man nicht auf gut Glück irgendwas bestellt, sondern dass man gleich mal sagen kann, jetzt werden die Lieblingsdüfte gekauft. So. Und dann habe ich von Country Candle gleich nochmal Balsam und Cedar, also nochmal so einen Baumduft ausprobiert. Das sind, wie gesagt, auch diese, also hier heißen sie Daylight Fireflies, ne, sieht auch so aus. Und ich hole die dann halt raus, riecht schon sehr intensiv. Ich hole die dann halt raus, hole den Docht und, oh ja, der riecht eher Richtung Pine Pomelo. Wie Weihnachtsbaum, Weihnachtsmarkt, wo diese Bäume rumstehen, wo man auch so ein bisschen was Harziges dabei hat. Und der hat auch eine kleine Note von Räuchermännchen. Also bei uns, Chemnitz ist zwar nicht Erzgebirge, aber ich arbeite ja sozusagen im Erzgebirge. Ja, da ist diese Räuchermännchen-Tradition ja noch viel intensiver. Ich bin ja aufgewachsen in Leipzig, da hatten wir ein paar Räuchermännchen und auch ein bisschen Schmuck, ja, aber hier, seitdem ich in Chemnitz lebe und auch Leute aus dem Erzgebirge kenne, ist es wirklich explodiert und ja, zum Beispiel bei meiner restlichen Familie ist das wesentlich gedämpfter, ne? Und da brennt zum Teil auch gar kein Räuchermännchen. Und es ist einfach spannend, wie solche Bräuche auch innerhalb von Deutschland unterschiedlich stark verteilt sind. Ja, und das hat meiner Meinung nach neben dem Baumduft auch eine ganz kleine rauchige Note. Könnte dieses Balsam sein. Ja, das kann ja alles Mögliche. Kann man ja alles Mögliche darunter labeln. Der ist auch richtig gut. So, und dann habe ich noch 2 ausprobiert. Das eine angefixt, entweder von Darlinka oder von, ich glaube schon, oder von Patty, ich weiß es nicht mehr, Cheers. Und der sollte spritzig riechen, wirklich so ein bisschen wie, ja, wie Champagner oder wie Sekt. Und da dachte ich, ich hatte, von Darlinka habe ich ja auch den Pinot Noir. Den hatte sie, glaube ich, 2-mal gezeigt, in einem gewissen Abstand. Und da dachte ich mir, boah. Und in der Cyber Week hatten wir uns nämlich auch das Glas gekauft. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Der riecht, als ob ich ein Glas Sekt in der Hand hatte. Und auch so spritzig. Wenn man danach riecht, dann hat man fast das Gefühl, dass diese Bubbeln
dass sie so ein bisschen, also das ist unglaublich gut eingefangen. Ich weiß nicht wie. Ja. Spannend. Ich konnte es mir aber nicht vorstellen, ja. Also ich meine, wie riecht Sekt? Ja, und welche Aromen muss man hier reinpacken, um diesen Duft zu erzeugen? Der riecht wie Sekt. Fetzig. Unglaublich, unglaublich fetzig. Ja. Und zum Schluss dachte ich nochmal, was ja sowohl für Küche als auch für alle anderen Räume, außer fürs Badezimmer, da kommt er vielleicht nicht rein. Und zwar Coffeeshop. Nochmal ein Daylight zum Zerschneiden. Oh. Ja, ja, als ob man Kaffee kauft oder ja, er riecht nicht so, als ob man einen frischen Kaffee in der Hand hätte, sondern wirklich nach Kaffeepulver. Oh, der ist sehr aromatisch, sehr weich, weichwürzig. Ich glaube, der wird heute auch noch der Küche geopfert. Wow, also wahnsinnig tolle Düfte dabei. Und ja, ich hatte wirklich länger jetzt überlegt, ob ich nochmal was bestelle. Das letzte Mal habe ich ja bestellt. In dieser Cyber Week habe ich halt viermal bestellt. Da, ne? Habe ich euch alles gezeigt. Und ich dachte schon länger, was machst du jetzt mal, dass man wieder ein bisschen was Neues hat, ne? Weil ich probiere mich ja durch alle Düfte durch. Und wenn ich so einen Draht habe von Yankee Candle, das zerschneide ich durch vier in der Regel. Manchmal mache ich ein halbes rein, wenn der Duft ein bisschen schwächer ist, aber in der Regel ein Viertel. Und da mache ich dieses Viertel jetzt auch nicht innerhalb von einer Woche leer, ne? Sondern ich habe dann mal einen Draht und dann probiere ich mal hier ein Glas und da ein Glas. Und dann ein, zwei Monate später ein zweites und vielleicht das dritte Teil von dem Draht, ne? Und ja, und irgendwann kennt man so alle Düfte, die man zu Hause hat. Und dann ist es jetzt schon, dann kribbelt es so ein bisschen in den Fingern. Ich will was Neues probieren. Und dann guckt man halt mal bei den anderen Leuten, die immer die Kerzen hochhalten. Und denkt man sich, das könnte ich auch mal ausprobieren. Na, und dann kam halt dieses Überraschungspaket. Dachte mir, gut, du hast jetzt 30 neue Düfte. Hat sich erledigt. Aber es gab halt trotzdem noch Düfte auf meiner Liste, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Ne? Und ja, jetzt bin ich happy, dass ich mir die wieder bestellt habe und dass ich erstmal ein bisschen rumprobieren kann. Und ja, habe auf jeden Fall viele tolle Duftneuheiten, wo ich euch dann auch bald wieder ein Aufgebraucht-Video zeigen kann, weil ich mich da ja durch einige vielleicht relativ schnell durchtesten werde. Jo, das war's erstmal für dieses Duftvideo und ja, ich flitze jetzt erstmal zu meinen Duftlampen und werde dann ein bisschen was zerschneiden und anmachen und dann geht's weiter. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Video erstmal. Tschüss!